freue mich heute, den Christian aus München begrüßen zu dürfen. Personal Trainer, Coach und selbst aktiver Kraftsportler. Hallo Christian. Herzlich willkommen. Grüße dich, Andreas. Ich freue mich riesig auf unser neues Video. Ich mich auch. Thema heute: exogene Ketone. Mal etwas anderes. Und der Christian ist in dem Bereich sehr erfahren. Insofern freue ich mich, heute über das Thema mit ihm sprechen zu können und mal sehen, welche Erfahrungen er mit Ketonen gemacht hat. Zunächst einmal, was sind Ketonkörper? Ketonkörper werden bei reduzierter Verfügbarkeit von Kohlenhydraten in unseren Hepatozyten, also unseren Leberzellen, gebildet, in den Mitochondrien. Wir haben drei Ketonkörper: das Aceton, das Acetoacetat und das Beta-Hydroxybutyrat. 70% ist Beta-Hydroxybutyrat. Und Voraussetzung, damit Ketonkörper entstehen, ist eine katabole Stoffwechsellage. Jetzt haben wir gesagt, die Ketonkörper werden in der Leber gebildet aus Acetyl-CoA. Unsere Energiewährung ist das Acetyl-CoA. Wie entsteht das Acetyl-CoA? Zunächst mal brauchen wir unsere Glykolyse. Wir haben Glucose, das in die Zelle reintransportiert werden muss durch Insulin. In 10 Schritten wird die Glucose durch die Glykolyse, also im Rahmen der Glykolyse, durch sehr viele Stoffwechselprozesse umgebaut zu Pyruvat. Und jetzt haben wir das Zünglein an der Waage, die Pyruvat-Dehydrogenase. Und das ist ein großer Enzymkomplex und der braucht allen voran Vitamin B1 und der braucht auf jeden Fall auch noch die Alpha-Liponsäure. Den meisten Athleten fehlt bei der Bildung von Acetyl-CoA über die Pyruvat-Dehydrogenase einmal Vitamin B1 und Alpha-Liponsäure. Deswegen ist es sinnvoll, hier auch im Sport über einen anderen Stoffwechselweg nachzudenken, wie Acetyl-CoA entstehen kann, nämlich über die Ketonkörper. Und hier ist es so, natürlich muss das Acetyl-CoA dann aus dem Ketonkörper wieder abgespalten werden und das entsteht dann aber tatsächlich auch in den Mitochondrien. Insofern ist es ratsam, sich mal Gedanken zu machen, ob wir mit der Zufuhr von exogenen Ketonen nicht eine vierte Energiequelle haben, neben den Eiweißen, den Proteinen und den Fetten. Wie sind deine Erfahrungen in der Praxis? Also ich habe jetzt so circa 6 Wochen mit exogenen Ketonen gearbeitet. War am Anfang auch erstmal etwas skeptisch dem Ganzen gegenüber, weil halt viele neue Supplemente auf den Markt kommen und es ist halt einfach viel Müll mit dabei, wo die Leute einfach nur Geld verdienen wollen. Deswegen habe ich gesagt, ich bilde mir jetzt aber trotzdem erstmal meine eigene Meinung darüber. Das mache ich jetzt immer bei allen Sachen. Ich höre mir alles an. Ich bin sehr wissbegierig und möchte einfach auch persönlich zu allen Sachen persönlich was sagen können. Deswegen habe ich jetzt circa 6 Wochen die exogenen Ketonen getestet. Muss sagen, ich war absolut begeistert von dem Ganzen. Sehe da sehr viele Vorteile. Also jetzt dazu mal gesagt, die ketogene Ernährung an sich ist halt erstens mal nicht für jedermanns Sache. Es gibt Leute, die kommen damit einfach nicht zurecht. Die essen halt nicht gerne nur Fett und Eiweiß und wollen halt auf gewisse andere Sachen auch nicht verzichten. Deswegen ist das halt mit den exogenen Ketonen schon eine angenehme Sache, weil ich halt gleichzeitig trotzdem Kohlenhydrate essen kann. Gibt halt verschiedene Einsatzgebiete. Natürlich muss die Ernährung trotzdem passen. Ich kann jetzt nicht Pizza, Burger oder irgendwelchen anderen Scheiß fressen und kann sagen, okay, ich nehme jetzt exogene Ketone und bin dann deswegen die ganze Zeit in Ketose und habe eine gute Fettverbrennung. Das funktioniert natürlich nicht. Das muss alles immer zusammenpassen. Aus Also eigener mit der ketogenen Diät ist es ja so, die ketogene Diät hat ja für den Sportler oder auch für denjenigen, der an Gewicht verlieren will, allen voran Fettgewebe, natürlich deutliche Vorteile, weil wir einfach über das Insulin und den schwankenden Blutzuckerspiegel immer wieder in Probleme kommen. Jetzt ist es ja so, wenn jetzt jemand abnehmen möchte und mit Kohlenhydraten sich ernährt, und eine kohlenhydratreiche Diät hat einfach immer das Problem, dass sie immer wieder das Insulin auf den Plan ruft. Und Insulin hemmt natürlich in dem Falle immer unsere Lipolyse und steigert die Lipogenese. Also so wie der Insulinspiegel steigt, kommen wir dann in Probleme mit unserem Abnehmewunsch. Wie ist denn das, wenn ich jetzt ketogene, exogene Ketone zuführe und gleichzeitig viele Kohlenhydrate esse? Dann habe ich das Ziel ja eigentlich Fettabbau, das kann ich dadurch nicht erreichen, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, vollkommen richtig. Also ich würde es nicht hergehen, als Beispiel, ich würde es nicht zum Frühstück viele Kohlenhydrate in Form von Reishaferflocken oder einer anderen Quelle essen und dann gleichzeitig die exogenen Ketone zuführen. Das macht wenig Sinn, ja. Da wird Folgendes passieren, da werden erstmal die exogenen Ketonen vom Körper aufgebraucht werden und dann wird halt aber sofort dann die Glucose von den Kohlenhydraten herangezogen und ich bleibe halt dadurch auch nicht so lange in Ketose und habe halt die wirklichen Vorteile von den exogenen Ketonen nicht. Also da ist zum Beispiel zum Empfehlen, wenn man die exogenen Ketonen gleich in der Früh nutzen möchte, dass man die auf nüchternen Magen trinkt, dann am besten keine Kohlenhydrate isst, habe ich sehr gute Erfahrungen. Entweder, je nachdem, was man macht, entweder man isst erstmal eine Zeit lang gar nichts, ja, spart sich dadurch halt schon mal für einige Stunden, bis die erste Mahlzeit kommt, Kalorien ein. Ich sehe da auch nicht den Nachteil, was dann viele denken, ja, ich muss sofort in der Früh was essen, weil sonst verliere ich Muskeln. So schnell verliert niemand Muskeln, ja. Also auch wenn ich dann ein paar Stunden später erst was esse, habe ich trotzdem ganz normal meinen Muskelschutz. Ja. Da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, die gleich in der Früh nach dem Aufstehen zu nehmen und dann zu arbeiten. Gerade wenn ich jetzt Arbeit vom Laptop oder vom Handy habe als Coach, in die Richtung bin ich mental extrem fit. Also habe ich mit keiner anderen Ernährung, sage ich jetzt mal so, oder durch andere Supplemente hinbekommen, dass ich so extrem leistungsfähig bin, direkt nach der Einnahme. Also bei mir war es jetzt immer so, ich habe die in der Früh nach dem Aufstehen, habe ich die exogenen Ketone genommen und habe dann so 4 bis 5 Stunden Vollgas durchgearbeitet, war extrem leistungsfähig, habe in der Zeit wirklich sehr, sehr viel geschafft und habe dann die erste Mahlzeit gegessen. Genau. Also man kann dann sagen, man kann durch die Gabe, durch die Supplementation von exogenen Ketonen quasi dann Kohlenhydrate einsparen. Ist das richtig? Absolut, ja. Die Kohlenhydrate kann man einsparen. Man hat halt auch den Effekt, dass der, ja, sag ich mal, eine Art appetitzügelnder Effekt, weil man als Brennstoff halt die Ketone zur Verfügung hat. Also wenn man die nach dem Aufstehen trinkt, die exogenen Ketonen, dann ist erstmal auch kein Hunger da für einige Stunden. Ja. Was auch sehr interessant ist, was ich an der Stelle gerade erwähnen möchte, aus ganzheitlicher Sicht, heute haben sehr viele Menschen ein Leaky-Gut-Syndrom, insbesondere der Sportler. Was ist Leaky-Gut-Syndrom? Das Leaky-Gut-Syndrom ist im Prinzip eine Permeabilitätsstörung der intestinalen Mucosa, unserer Darmschleimhaut, quasi eine löchrige Darmschleimhaut. Das Leaky-Gut-Syndrom ist im Prinzip ein unkontrollierter Antigeneinstrom über die Mucosa ins Plasma. Und sehr häufig wird das Leaky-Gut-Syndrom hervorgerufen durch Glutenunverträglichkeit. Also insofern dann die Gluten. Und Gluten will heißen durch getreidehaltige Ernährung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate einsparen kann durch die exogenen Ketone, wäre es möglich, dass ich zum Beispiel meine Energie trotzdem konstant hochhalten kann und nicht ständig das Problem habe, Kohlenhydrate, insofern natürlich meistens dann irgendwelche Getreide essen zu müssen. Denn die Erfahrung hat in meiner Praxis gezeigt, dass wenn wir zum Beispiel gerade das Leaky-Gut-Syndrom halbwegs in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir die Getreide weitestgehend einschränken. Da wäre gerade auch die Ketone, die exogenen Ketone sehr interessant. Auf jeden Fall, wie gesagt, also durch die exogenen Ketone hat man halt die Möglichkeit, sich allgemein einen gewissen Teil an Kohlenhydraten einzusparen. Was ich halt oft mitbekomme, wie viel Kohlenhydrate aktuell von vielen Leistungssportlern gegessen werden, das kann ich nicht für gut halten. Gerade auf Dauer gesehen. 1-2 Jahre mag das gut sein, vielleicht auch ein paar Jahre länger. Aber man muss auf längere Zeit, auf längere Sicht denken. Ja. Man macht sich damit einen Körper einfach durch die extrem hohe Zufuhr einfach auf Dauer kaputt. Ja. Und das sehe ich halt zum Beispiel, ich sehe auch den Vorteil bei den exogenen Ketonen, als Pre-Workout, die zu nutzen. Also ich habe die jetzt sehr oft genutzt, wo ich gleich in der Früh trainiert habe, dass ich die exogenen Ketone getrunken habe, zusammen mit einem Bulletproof Coffee, also mit einem Kaffee und MCT-Öl habe ich dafür verwendet, so ca. 25 Gramm MCT-Öl und dadurch hatte ich wirklich extrem viel Leistung. Also mehr Leistung, wie wenn ich später am Abend trainiere, wo ich schon mehr gegessen habe, also mehr Kohlenhydrate, hohe Kohlenhydrate-Intus hatte
trotzdem deutlich mehr Leistung im Training bringen konnte und auch die Gewichte erhöhen konnte und mich einfach besser gefühlt habe. Also das ist auch ein ganz ausschlaggebender Punkt für mich. Ich fühle mich mental viel, viel fitter durch den Namen von den exogenen Ketonen und fühle mich auch einfach positiv gestimmt. Ja. Also ich würde auch sagen, es hilft im gewissen Teil auch etwas gegen Depressionen, möchte ich jetzt mal ganz vorsichtig so sagen. Hier gibt es sehr wohl medizinische Erkenntnisse, dass Ketone, exogen zugeführte Ketone, tatsächlich eingesetzt werden bei Angst, Depressionen. Hilfreich sind sie ebenfalls bei psychischen Erkrankungen. Und ich führe das darauf zurück, dass sehr viele psychische Erkrankungen, aber auch insgesamt unsere Wohlstandserkrankungen, Diabetes, Hypertonie, alle Fettstoffwechselstörungen zum ganz großen Teil dadurch bedingt sind, dass unsere Mitochondrien im Laufe des Lebens geschädigt werden, unter Umständen durch Umwelteinflüsse, durch Umweltgifte und dann nicht mehr in der Lage sind, die großen Mengen an Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Und wir haben mit dem exogen zugeführten Ketonen eben die Möglichkeit, Energie zu bilden, beispielsweise ohne die Gefahr der Laktatbildung. Denn was passiert, wenn unsere Pyruvat-Dehydrogenase, das Enzym, das zwischen Glykolyse und Zitratzyklus sitzt und Acetyl-CoA herstellt, also aktivierte Essigsäure, wenn das nicht mehr funktioniert, dann entsteht Laktat. Und das heißt, die Zufuhr von exogenen Ketonen stabilisiert einerseits unseren Blutzucker, weil wir nicht ständig diese Kohlenhydrate zuführen müssen. Wenn wir hohe Mengen an Kohlenhydrate zuführen, steigt automatisch der Blutzuckerspiegel, dann kommt Insulin, senkt den Blutzuckerspiegel, dadurch komme ich dann wieder in den Hungerzustand und so geht es ein ständiges Auf und Ab und das Ganze mehrmals am Tag. Dadurch kommt es zu Nebennierenrindenproblemen, weil die Nebenniere natürlich immer wieder dafür sorgen muss, dass durch Gluconeogenese dann der Blutzuckerspiegel stabilisiert bleibt. Das heißt, wir haben weniger Insulinausschüttung, wir haben aber auch günstige Einflüsse auf die Triglyceride, wir haben günstige Einflüsse auf den Cholesterinstoffwechsel. Also insgesamt, der Stoffwechsel, der Energiestoffwechsel des Sportlers bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit stabiler. Genau, im Endeffekt kann man dann auch dadurch sagen, dadurch, dass man sich die Kohlenhydrate einspart, eine gewisse Menge, betreibt man auch zum gewissen Grad Anti-Aging, weil weniger Kohlenhydrate, weniger Insulin bedeutet ja auch, dass man nicht so schnell altert. Das ist auch nochmal ein Punkt. Das führt uns wieder zurück zu dieser ganzen Leaky Gut-Geschichte. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, weil wir müssen uns eines vorstellen. Wenn wir davon ausgehen, das Leaky Gut-Syndrom entsteht durch toxische Umwelteinflüsse, die wir durch die Nahrung aufnehmen, dann ist es so, dass unsere enterale Mucosa natürlich auch mengenabhängig geschädigt wird. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Brot nehmen, ja, und das Glutenproblem mal verfolgen, dann ist es so, dass die heutigen Brote, die heutige Pizza und die Spaghetti und so weiter deutlich mehr Gluten haben als je zuvor in unserem Leben. Ja, also wir haben nach dem Krieg hat unser Brot ca. 5% Gluten gehabt. Heute hat unser Brot teilweise bis zu 30% Gluten und Gluten wird uns auch heute noch, um dem noch eins draufzusetzen, als hochwertiges Eiweiß verkauft, zum Beispiel Eiweißbrot, ja. Schau dir mal das Eiweißbrot an. Was ist da drin? Gluteneiweiß, ja. Und das ist für den Körper überhaupt nicht wertvoll. Das ist völlig wertloses Eiweiß. Aufgrund der nicht vollständigen Aminosäurenbilanz. Genauso wie Gelatineeiweiß. Das ist überhaupt nicht brauchbares Protein, Biosynthese. Also von daher, die ketogene Diät, natürlich interessant, aber nicht für jeden was, wie der Christian schon gesagt hat. Aber die Zufuhr von exogenen Ketonen, um eben Kohlenhydrate einzusparen, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und auch dementsprechend ein besseres Leistungsniveau abrufen zu können, das halte ich für wirklich interessant. Gibt es sonst noch Erfahrungen bei dir? Ja, was ich halt einfach sehr interessant finde, ich kann halt meine Ernährung so steuern, danach anpassen, sage ich jetzt halt mal. Also wann ich die exogenen Ketone nehme, ich muss sie auch nicht zwingend jeden Tag nehmen. Je nachdem, was ich halt an dem Tag geplant habe, was ich vorhabe. Weil komplett auf Kohlenhydrate verzichten jetzt als Kraftsportler, als Bodybuilder sehe ich nicht für sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich festgestellt habe, durch die Zufuhr von Kohlenhydraten regeneriert der Körper halt schon schneller. Also ich sehe halt als wichtigen Punkt, je nachdem wie man die exogenen Ketone einsetzt, dann entweder
Ja, am besten halt nach dem Training halt dann auch schon noch die nötigen Kohlenhydrate zuzuführen, dass der Körper halt optimal regenerieren kann. Wenn ich mich jetzt komplett ketogen ernähre, funktioniert es halt nicht. Ja, und wenn ich mich komplett ketogen ernähre, aber dann nach dem Training noch mal Kohlenhydrate esse, dann komme ich halt auch nicht in die Ketose. Und das sehe ich halt. Ja. Viele von unseren Zuschauern und einige Athleten, die sich ein bisschen mit der Thematik auskennen, die werden vielleicht sagen, ja, was ist jetzt nun mit der Ketoazidose, die auch als lebensgefährliche Übersäuerung des Blutes dargestellt wird. Das passiert also nicht, auch nicht bei der normalen ketogenen Diät, wo ich wenige Kohlenhydrate esse. Denn die Ketose zeigt eine molare Konzentration von 1 bis 6 Millimolar. Das ist so das Klassische, was man erreichen kann durch eine ketogene Diät, wo man die Kohlenhydrate reduziert. Bei der Ketoazidose, das ist die Typ-1-Diabetes, erreichen wir 16 bis 30 Millimolar Konzentration. Das ist eine ganz andere Situation. Die Gefahr besteht weder bei der ketogenen Diät noch bei der Gabe von externen Ketonen. Und auch noch eine Sache, was ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast, exogene Ketone stehen im Ruf, stark antiinflammatorisch, also antientzündlich zu sein. Hast du da was mitbekommen, dass deine Gelenkbeschwerden vielleicht weniger werden, jetzt einfach so spontan gefragt? Kann ich persönlich jetzt leider nichts dazu sagen, weil ich jetzt Gelenksprobleme absolut überhaupt nichts habe. Also von dem her kann ich das leider nichts dazu sagen. Was ich aber noch dazu sagen kann, ist, dass meine Schlafqualität und das auch gemessen deutlich besser geworden ist. Also ich merke es auch schon in der Früh, wenn ich aufstehe, bin ich einfach deutlich erholter. Aber anhand von Messwerten über den Ora-Ring gehen die Tiefschlafphasen nach kurzer Einnahme schon sehr stark nach oben. Also das konnte ich selber gar nicht glauben. Aber also zusammenfassend kann man sagen, die Schlafqualität wird besser, die Trainingsleistung lässt sich steigern, wir kommen nicht so stark in die Laktatazidose, jetzt wie bei der kohlenhydratreichen Ernährung. Ketonkörper wirken sich antiinflammatorisch, also antientzündlich aus, gerade bei Männern, Frauen mit Gelenkschmerzen, Rheumatikern. Und wir haben sicherlich einen günstigen Einfluss auf unsere Mitochondrien. Denn was heute bei den allermeisten Menschen, auch Sportlern, nicht mehr gut funktioniert, das sind die Mitochondrien. Und es geht schlussendlich immer darum, Acetyl-CoA als aktivierte Essigsäure unseren Energiebildungssystemen zur Verfügung zu stellen. Und die können natürlich aus den Ketonkörpern, vor allem aus dem Beta-Hydroxybutyrat, auch leicht herausgelöst werden. Okay, Christian, dann bedanke ich mich für die wertvollen Informationen. Vielleicht noch abschließend, wie viel oder wie dosierst du das? Nimmst du das in Kapselform zu dir? Nimmst du das Drink zu dir? Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist Pulver, was ich trinke. Ja. Und wie gesagt, also man kann es einmal am Tag trinken, man könnte es auch zweimal am Tag trinken. Wie viel das man sich halt leisten kann, sage ich mal. Es ist kein gerade günstiges Produkt, aber ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ja, wird es hoffentlich auch bald in Deutschland geben. Sieht aber sehr gut aus. Genaueres möchte ich dazu jetzt noch nicht sagen. Sonst, wenn Fragen dazu bestehen zu den exogenen Ketonen, könnt ihr mir sehr gerne auch persönlich schreiben über den eingeblendeten Instagram- oder Facebook-Account. Okay, Christian, alles klar. So, dann wisst ihr Bescheid. Es ist eine Möglichkeit, insbesondere bei der voranschreitenden mitochondrialen Zytopathie, bei chronischen Erkrankungen, insbesondere auch bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, vielleicht die Kohlenhydrate zu reduzieren oder auch die exogenen Ketone zur sportlichen Leistungssteigerung einzusetzen. Ich denke, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich danke dir, Christian, für die kompetente Anleitung und bis bald. Sehr gerne. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, das Ganze muss auf jeden Fall geplant werden, also wie man die exogenen Ketonen einsetzt. Dass dann nicht kommt, dass man die Ernährung halt nicht danach anpasst und die dann nimmt und dann schlechte Erfahrungen damit macht, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Wenn ihr dann noch genauere Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann einen Daumen nach oben und ich freue mich auf das nächste Video mit dir zusammen, Andreas. Ich auch, danke dir. Bis bald, ciao.